Hallo, was geht ab, Leutonia? Neue Woche, neues Video auf dem Pogo-Kanal. Die Jagd nach dem Meisterball beginnt. Am Wochenende Shadow, möglicherweise Shiny, Mewtwo Raids. Die Quest läuft auch schon, also es war sogar eine Quest, die bereits lief und auf einmal war da 4 von 6 oder so. Und ja, sie haben wir auch so schon erfüllt. Ich muss noch ein paar Pokémon entwickeln, machen wir gleich. Ansonsten viele wilde, giftige, dunkle Pokémon, Rocket Style, neue Posen, okay. Hätte ich früher gekauft. Rocket Stops und Ballone vermehrt. Und viele Quests mit Radaren und sowas. Ist okay, kann man machen. Und natürlich die normalen Rocket Raids. Also jetzt, also normal, nicht Shiny Mewtwo. Anscheinend der Boden von Crypto Raids ist nicht wie bei Raids, sondern ist 666. Dementsprechend doch nicht so leicht, einen 100er zu bekommen. Nach dem Erlösen. Yes. Abholen. Ja, da steht einfach einmal Fragezeichen. Belohnung abholen. Kriegt man dann direkt. Oh! Man kriegt ja direkt den Ball. Ich dachte, der bei 6 von 6. Du hast einen Meisterball erhalten. Einfach so, oder was? Ey, yo! Schreibt gerne unten in die Kommentare, wofür ihr den verwenden werdet. Der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Spezialforschung abgeschlossen. Kuss geht raus an alle, die früher ein 100er Legendäres nicht bekommen haben. Wo es auch nicht den Meisterball gab. Letzter Wurf war ganz früher. War irgendwie verbuggt, der ging irgendwie nie rein, garantiert nicht rein. Außer es ist Critical. Mein Gott. Einer meiner Top-Videos damals. Der Line der Alex. Cheater Alex. 100er Zapdos war das, glaube ich. Hat er nicht bekommen, letzter Ball. Mir ist zum Glück bisher noch kein 100er geflohen. Selbst wo ich jetzt Road to 50 war und nicht mehr aktiv war und diesen blauen Hawaii-Legendären da hatte, ich wusste nicht mal, dass der 100er war. Nicht geflohen. So, Ende der Woche. Anfang der Woche haben wir den Meisterball abgeholt. Ich dachte, ja, daraus wird irgendwie ein eigenes Video. Aber das war so kurz und hatte auch für kurze Zeit überlegt, das Gewinnspiel an sich rauszuhauen. Das Problem ist, das Gewinnspiel ist gekoppelt an den Vlog-Channel. Da lade ich dann ein Video hoch, wo ihr kommentieren müsst und alle, die dann halt darunter kommentiert haben, zwischen denen wird es ausgelost, wenn dann der Channel 1000 Abonnenten erreicht. Das sind noch ein bisschen mehr als 200. Ist, ja, das geht relativ schnell eigentlich. Aber ja, hat sich nicht ergeben. Und jetzt ist schon Wochenende und jetzt ist Crypto Mewtwo da. Versuche ein paar zu fangen. Muss davor noch einkaufen gehen, weil morgen ist Sonntag und dann ist Montag Feiertag. Und dann gehen wir in die Stadt. Auf spontan, auf gut Glück. Wenn der Hype groß ist, müssten die ja gehen. Die Raids am Start sein. So, ihr seht, wir sind direkt in der Innenstadt. Alles ist voll. Ich habe eine Arena angeklickt, wo ein Raid drauf war. Ja. Da waren irgendwie 14 Leute vor Ort. Der lief schon 3 Minuten. Aber vor Ort halt, ich komme da nicht hin. Und genau auf der Straße hier, in 4 Minuten schlüpft ein Raid. Ich weiß eigentlich, wie lange, ob die Leute direkt vor Ort da sind, ob die Leute da sind, aber wir versuchen es, das ist die beste Chance. Deswegen muss ich mich hier in 4 Minuten da durchquetschen. Digga, der ist vor ein paar Sekunden geschlüpft. Erste Lobby direkt voll. Zweite Lobby 9, aber ich bin noch nicht mal in der Nähe. Hey, yo, das ist Lobby Nummer 4 oder so. Und es sind 19 Leute. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben einen Raid drin. Ich habe keine Ahnung, was die Counter sind, aber ich hatte auch keine Zeit, um die Counter einzustellen. Aber 18 Leuten, die anderen mache ich schon. Ich bin ein Casual. Die anderen müssen mich carryen. So, Digga, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin, um den zu fangen? So. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens. Oh, in Rage ist der, Digga. In Rage. So, schauen wir mal, wer so da am Start ist. Hey, den kenne ich doch. Ja, offensichtlich kenne ich ein paar Leute. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, das ist die vierte Lobby oder so. Stark, stark. Das ist schon crazy. In Ragebot ist auch crazy. Digga, wir sind 19 Leute. Das ist auch stark, man. So. Ich habe gestern nicht geradet.
Also ich hätte so oder so gestern nicht geradet, aber ich habe den Pass vergessen. Das heißt, rein theoretisch können wir noch machen. Und mir ist eingefallen, ich habe ja noch normale Pässe. Road to 50, das hat ja ab und zu mal Pässe als Belohnung gegeben. Das heißt, ich habe ja mehr. Oh. So. 2387 wollen wir sehen. In Shiny. Nicht Shiny. Oh, Wetterbonus, ich habe keine Ahnung. Ist irgendwie schwerer zu fangen als ein normaler. Sollte ich goldene Berge einsetzen? So, goldene Berge. Einfach fabelhaft. Drin ist er. Das war's. Ich weiß, das ist kein 100er. Digga, das ist sogar richtig Müllmann. Digga, wo ist mein 100er Crypto Shiny Mewtwo, Digga? Ey, das haben die voll gut gemacht mittlerweile. Da siehst du, wie viele in der Lobby sind. 2. Und du siehst auch, wie lange die Lobby noch läuft. Also die Lobby hier ist gleich zu Ende. Da ist gerade eine Lobby reingegangen. Heißt, gute Chance, dass der Rated gleich daneben, auf den ich es eigentlich abgezielt habe, ja, stattfindet. Also ich habe jetzt diesen, der schon länger lief, Rate. Jetzt bin ich da doch drin. 6 Leute haben sich gefunden, also 5 und ich. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Also jetzt im Moment sieht es gut aus, aber der ist auch nicht enraged, Mann. Die ist enraged. Das piept ein. Aber so ist er easy. Wie habe ich meinen 100er aus dem X-Rate bekommen? Zu dritt damals noch, ja. Direkt meine Steine einsetzen. Ich habe Bildschirmding gerade nicht an, oder? Nee, ich habe es nicht an, sorry Leute. Aber schauen wir mal. Ich habe jetzt auch keine Zeit darüber zu switchen, das ist zu kritisch hier. So. Direkt meine Steine. Schauen wir mal, ob das irgendwas wird hier. Wir sind über der Hälfte und also ich habe keine Steine mehr und bei weitem weit über der Hälfte, aber der Kerl ist immer noch enraged, oder? Ne, ich glaube jetzt nicht mehr, aber jetzt zockt es wieder relativ viel ab. Können die pro Raid sich zweimal enragen? Also jetzt ist er gezähmt, kann der wieder ausflippen? Oder killen wir den davor? Ich glaube, wir killen den davor. Digga, wer setzt hier Bodenattacken ein? Was macht dieses Groudon hier? Keine Angst, Leute. Ich habe ein gemaxtes, oder zumindest auf Level 40 Unlicht-Despotar am Start. Schau, Flammenwurf-Locke überlebt. So. Erledigt. Das Krasse ist, ich musste nicht mal mein Team wechseln. That's not it. That's not what we're looking for. Give me the shiny. Give me the shiny. Nah, this shit is not shiny, man. Oh mein Gott, da kommt 1000 Menschen. Ich muss mich bisschen wirklich. 12, 13, 13. Ein Wert mehr und das wäre ein Erlös der 100er. Schade, man. Das hätte mich echt, ich kann nicht sagen, glücklich gemacht. Aber es hätte mich gefreut, man. Alter, Murat, falls du das wieder hier siehst. Ich sehe dich, Mann. Kuss geht raus an Mugat, Alter. Digga, ich habe ein bisschen gepennt. Und die erste Lobby, vielleicht sogar die zweite Lobby, auch schon direkt verpasst. Aber die Lobby hat sich zum Glück auch gut gefüllt. Oh, die 20 voll. Digga, ey. Ja, Mewtwo geht ab. Mewtwo geht ab. Die Leute sind heiß drauf. Ist auch schon ein normaler Pass. Ich habe nachgeschaut, ich habe 16 normale Pässe noch. Da vorne ist Lucky Who. Das gehört so Leuten von meiner Schule damals. Auf alte Zeiten angelehnt. Ich habe euch irgendwo mal abgestellt.
28-71, das ist so der schlechteste bisher, oder nicht? Hatte ich bisher nicht irgendwas mit 29? Entweder ist es der beste bisher oder der schlechteste. Hatte ich bisher 29 irgendwas oder 28 irgendwas? I cannot remember, der ist gleich erst einmal drin geblieben. Na Mann, der ist grauenhaft. Digga, der ist ja anders schlecht, Mann. Und nicht shiny. Also wir kommen da nicht ran. Der ist bei weitem nicht in der Nähe und man kann ja nicht per Fernrate hier raiden. Aber was ich zum Abschluss sagen wollte ist, Digga, die Raids gehen ab. Überall sind Leute. 3, 4, 5 Lobbys. Full, das sind ja 60, 80, 100 Leute bei fast jedem Raid hier. Zumindest München Innenstadt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ein bisschen weiter außerhalb ist. Natürlich durch die ganzen verschiedenen Gemeinden, Gruppen. Von den verschiedenen Stadtteilen, denke ich, geht da auch viel. Also das Wochenende wird wahrscheinlich guter Cashflow, guter Geldhahn. Richtig, richtig nochmal schön aufgedreht für Ninetech. Die hatten sich ja letztens geäußert, warum die Fan-Rate so begrenzen. Ich weiß nicht, man, die machen doch so viel Cash. Wieso schießen die sich ins eigene Bein? Das ist so schwer zu erklären. Also wäre ich Ninetech und ich würde so viel Geld machen. Und ich weiß, Crypto-Mewtwo kommt. Digga, ich würde sogar Rabatte auf den geben, mit den Leuten also in die Boxen tun, dieses man darf nur 3 Fernrate-Pässe haben und so ein Schmarrn, alles aufheben und dann sollen die raiden bis die umfallen, Mann. Ich würde jeden Cent aus deren Taschen raussaugen. Also für so wenige ist der ziemlich gut. Ich werde den erlösen, weil, tschüss, 20 Bonbons kostet es. Weil, ja. Ich habe eh nichts damit vor für Video für euch. Ich hoffe, bei euch lief's gut. Ich habe keinen Shiny. Schauen wir mal, ob morgen noch irgendwas geht. Ich hoffe, ihr habt einen Shiny bekommen und einen 100er. Auch wenn die Chancen schwieriger, schlechter sind. 29,75. Erlöst. 98er. Das war's von mir, Leute. Und Crypto Mewtwo. Mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf dem Vlog-Kanal. Folgt mir auf Instagram. Vergesst nicht, Pokémon Go ist serious business.